Ma credo, te la sento, Gianni, dai. Tanto da una volta che non fuori. Ich bin Lehrling im pharmazeutischen Gebiet. Darf ich Sie fragen, seit wann sind Sie hier? Ich bin seit einem Monat hier. Seit einem Monat? Ja. Und weshalb sind Sie hierher gekommen? Auch um hauptsächlich im Sport eine bessere Kondition zu kriegen und dann auch wegen der Figur. Also ich möchte keine Partie besonders forcieren, sondern im Allgemeinen also gut proportioniert sein. Ich will meine Muskeln und meinen Körper weiterentwickeln, dass ich stärker werde sozusagen. Fühlen Sie sich nicht stark genug? Ja, ich will noch weiter hinaus. Die Gründe waren erstens einmal, weil ich zu schmal war. Brust hatte ich keinen und so. Also ich bin von Natur aus eigentlich arg schlank und dass ich wenigstens eine Figur kriege. Ja, ja, brauchen Sie es für den Beruf oder um ja, sich persönlich sicherer zu fühlen? Eigentlich um den Ausgleich. Wenn man im Sommer mal ins Schwimmbad geht, dass man nicht gar zu hager aussieht. Dass man keine Hemmung hat. Ne? Dass man keine Hemmung hat. Seit wann machen Sie hier mit? Seit 3,5 Monate hier, in diesem Studio. Ja. Aber was hat Sie veranlasst, hierher zu kommen? Weshalb machen Sie? Erstens, wegen der Figur. Und, also, soll ich sagen, gesundheitlich ist auch sehr gut. Ja. Und Sie wollten Ihre Figur verbessern? Ja, das hauptsächlich. Waren Sie nicht zufrieden damit? Ah, nein. Gar nicht. Ja, wo hat's gehapert nach Ihrer Meinung? Ach, überall fast. Oberkörper und Füße und Arme und so. Ja. Haben Sie schon eine Besserung festgestellt? Ja, sehr gut. Im Brustumfang zum Beispiel 10 cm in den 3,5 Monaten. Und Bizeps 2,5 cm. Und im Taille habe ich sehr abgenommen, schon 3 cm. Du kommst noch immer noch ein bisschen. Herr Gottlob, Sie wollen im Frühjahr einen Mr. Stuttgart wählen. Ja, wir werden in Stuttgart einen. Macht man das? Um aus Stuttgart den bestgebauten Mann zu wählen und eben um den Mr. Deutschland-Titel dann auch zu vertreten. Ja, nun, wie geht man vor bei einer solchen Wahl? Nach welchen Gesichtspunkten wird bewertet? Ja, es werden ungefähr 5 Posen gemacht und zwar 2 von vorn, eine von der Seite und vielleicht 3 von hinten. Können Sie mal irgendeine Pose andeuten, damit man das mal sieht? Ja, ungefähr so. Und davon macht jeder Teilnehmer 5? Ja, circa 5 Posen, nicht wahr? Auf einer Fläche von 1 Quadratmeter
geht jeder Teilnehmer vor und macht seine Posen und tritt wieder zurück. Und nach welchen Gesichtspunkten geben dann die Punktrichter ihre Punkte? Hauptsächlich wichtig ist, dass die Figur harmonisch ist. Also nicht Harmonie der Durchmesser der Muskeln? Nein, absolut nicht. Ja, wir haben aber doch zum Teil auch Bilder gesehen, wo die Muskeln für mein Empfinden entschieden überentwickelt sind. Es ist etwas extrem, nicht wahr? Aber im Allgemeinen wird auf Harmonie Wert gelegt. Das hauptsächlich, ist die Hauptsache bei der Bewertung. Ja.